Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer Pinnwand-Ausgabe der sogenannten Weihnachtssendung. Wir haben ein umfangreiches, ein schönes, ein volles Programm, nämlich was zu bieten, Marion? Ja, was haben wir diesmal dabei? Wir haben Informationen über das Theater Drier, über das Weihnachtsmärchen. Dann haben wir tierische Gäste heute dabei. Über das Tierheim Trier haben wir einen Bericht, da sind zwei Hunde heute dabei. Dann gibt es noch Karten zu gewinnen für eine Veranstaltung und auf jeden Fall weihnachtliche Klänge. Ne? Ja. Ja. Also, bleiben Sie dran, ja. Schauen Sie zu. Fangen wir an, beginnen wir es. Genau. Hallo liebe Zuschauer, wir stehen hier oben über den Dächern von Trier und das nicht ohne Grund, denn demnächst findet hier wieder eine Veranstaltung statt und dazu kann uns jetzt Dieter Schraffs was dazu sagen, gell Dieter? Jawohl, hallo, guten Tag. Gentleman gibt sich die Ehre. Ja, schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, gerne, hat mich auch sehr gefreut. Nächstes Mal machen wir es im Sommer, sehr angenehm. Ja, wir haben eine Veranstaltung hier oben und zwar im Robert-Schumann-Haus. Das ist unsere Hochzeitsmesse, nennt sich die innovative Hochzeitsmesse in Trier. Über den Dächern, verliebt, verlobt, wer heiraten. Das ist das große Thema im schönen Ambiente. Am wievielten findet die statt? Die findet am 14. Januar, Sonntag, statt, von 11 bis 17 Uhr, sorry. Und ist sehr innovativ, anders, unter anderem mit Gospelchor, also ein bisschen jünger aufgezogen, aber sehr edel, mit einer Tanzschule, die Live-Vorführungen macht. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es werden mittlerweile an die 40 Aussteller sein und das ist für Trier sensationell. Das ist schon ganz schön viel. Was hat sich denn da geändert im Thema Mode zur Hochzeit? Ja, hat sich sehr viel geändert. Es fängt bei uns an. Wir haben ein zweites Haus eröffnet, was sich Gentleman & Co. nennt, was spezielle Hochzeitsmode führt auf 500 Quadratmetern. Und Daniel steht hier drüben, vintage, festlich, edel, also wo es bei den Damen zur Klassik zurückführt, sind die jungen Männer etwas innovativer, einfallsreicher geworden. Saftlos. Ja, man sieht es wirklich, die Anzüge werden bunter bei den Herren. Und ich habe gesehen, ihr habt da auch eine Holzfliege. Ne? Ist das jetzt der neueste Trend? Ja, Daniel steht gerade da, vielleicht kann er kurz erläutern. Das ist das Neueste und auch trendsetzend eben in Vintage. Aber vielleicht, er sitzt ein bisschen näher oder steht ein bisschen näher. Daniel, kannst du was dazu sagen? Ja, also wir haben halt auch die Variante, dass man eben sagt, ein bisschen ausgefallener, edler, aber auch vielleicht bei manchen sogar ein bisschen lockerer. Das heißt also Thema Vintage, dann eben wie hier jetzt Leinenanzug und dazu passt dann eben cool auch die Holzfliege mit einer passenden Holzuhr, wie ich sie jetzt zufällig heute anhab, oder auch Holzmanschettenknöpfe. Das heißt einfach nochmal so ein bisschen innovativ und gleichzeitig auch, ja, wer es möchte, ein bisschen lockerer für eine Hochzeit im Sommer. Passt das immer super gut. Ja, sieht auf jeden Fall toll aus. Also wer Interesse hat, am 14. Januar im Robert-Schumann-Haus hier. Und Dieter, du hast uns noch was mitgebracht, ne? Ja, als kleine Überraschung ist gerade, sag ich mal, druckfrisch. Wir geben euch mal 6 Karten, die ihr unter eurer Verwaltung irgendwo verlost oder so. 2 Pärchen, verliebt, verlobt, wir heiraten. Wir würden uns freuen, wenn die Herrschaften kommen. Empfang ist mit einem Glas Sekt und eine Baccarat-Rose gibt es auch dazu. Und die würden wir euch gerne überlassen. Gut, das hört sich doch gut an. Also, wer die Karten gewinnen möchte, wir blenden unten nochmal unsere Adresse ein von Pinnwand Fernsehen. Da könnt ihr die gewinnen und dann auf viel Besucher, hoffen wir doch, ne? Ja, gerne. Letztes Jahr haben wir 580 und diesmal sind wir sportlich nach oben. Ja, danke. Gut, danke Dieter. Danke. Wenn Sie noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, meine lieben Zuschauer, habe ich noch einen Tipp für Sie, nämlich der Chor Neue Generation aus dem Raume Saarburg. Der hat eine neue CD herausgebracht und die können Sie erwerben. Gehen Sie mal in Saarburg an die Tankstelle, die haben bestimmt noch welche für Sie da. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Have my head spinning, no kidding. So dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head.
Ich begrüße ganz herzlich Gäste vom Theater der Stadt Trier, nämlich einmal den Pressesprecher, den Herrn Traxel, und den Herrn May, ja, der hier aus der Gegend kommt, aber kein direkter Trierer ist, sondern von Konz kommt und dann wieder hier nach Trier zurückgekommen ist als, ich sage jetzt mal, Chefdramaturg, aber das ist ja noch nicht der gesamte Name, nicht? Ich habe einen Vertrag als leitender Dramaturg und Regisseur am Theater Trier. Was sind denn so die Aufgaben, die auf einen zukommen? Oder wenn ich andersrum das mal angehen würde, dieses Berufsbild, wie kann man sich das vorstellen? Ganz konkret hier für Trier haben Caroline Stolz, meine Kollegin und ich, wir haben das Ensemble vom Schauspiel zusammengestellt, haben einen Spielplan gemacht und inszenieren jeweils zwei Stücke in dieser Spielzeit. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind nur für ein Jahr engagiert. Nun hat das Theater der Stadt ja für einige Schlagzeilen in letzter Zeit gesorgt. Wie ist das, wenn man so von Pforzheim hier hinkommt, ich sage jetzt mal vielleicht von einer runden Sache, in so ein ja doch aufgewühltes Haus? Von dem Aufgewühltsein haben wir nicht so viel mitbekommen. Wir haben im Haus sehr viel positive und gute Stimmung erlebt, als wir da angefangen haben. Insgesamt ist es total spannend, in ein Haus zu kommen, wo man, ohne dass es einen Generalintendanten gibt, sozusagen spartenintern Schauspieler engagieren kann, die man gut findet, einen Spielplan machen kann, wie man ihn gut findet. Und das mit der Freiheit, die wir hier in Trier für dieses eine Jahr haben, ist schon eine tolle Sache. Nun ist es ja bekannt, dass das Theater der Stadt Trier nicht gerade mit Geld gesegnet ist. Sie müssen also innerhalb eines Jahres einen Spielplan aufstellen, haben ein festes Budget. Auf der einen Seite zwar keinen großen Chef oben über sich, aber die finanzielle Seite ist ja praktisch auch ein Chef. Das stimmt. Wir haben aber, als wir hier angefangen haben, die Caroline Stolz und ich, wir haben gewusst, wie hoch unser Budget ist, wie viel wir ausgeben können, haben damit 11 Stücke kalkuliert und liegen da bis jetzt total im Rahmen. Es gibt mal so Krankheitsfälle oder es gibt mal Situationen, wo man ein bisschen mehr ausgeben muss. Dafür gibt es woanders was, wo man weniger ausgeben kann. Das ist im Grunde genommen so wie bei uns privat auch. Man kann nur das ausgeben, was man im Portemonnaie hat. Ein Jahr nur. Wie sieht das aus? Was bewirkt das in einem? Wie motiviert man sich, wenn man weiß, also nach einem Jahr gehst du doch schon wieder? Also ob das da jetzt so ganz klappt oder nicht, ist mir doch egal, ich bin ja nächstes Jahr wieder weg. Dafür hängt mein Herz zu sehr an qualitativ hochwertiger Arbeit. Außerdem komme ich von hier und ich will, dass die Menschen, die ins Theater, die dem Theater weggeblieben sind, dass die wiederkommen. Und ein Jahr nur zu kommen, das war auch von meiner Frau eine Voraussetzung. Sie meinte, wir kommen beide aus München. Sie will jetzt nicht die nächsten 5 Jahre in Trier wohnen, weil wir kriegen gerade ein kleines Kind. Und unser Lebensmittelpunkt ist Trier und es ist München und wir sind jetzt praktisch für ein Jahr hier und das ist eine wunderbare Sache, bei der Familie zu sein und für ein Jahr das Theater, wo man selbst groß geworden ist, mitgestalten zu können. Schön wäre es gewesen, wenn wir auch für 5 Jahre hätten bleiben können, aber da hat die Stadt anders entschieden und dadurch ist das sozusagen keine Frage. Gut, dann wollen wir mal auf das Programm des Theaters eingehen. Es ist ja ein Drei-Spachtenhaus immer noch, obwohl ja schon viele Leute sagen, das ist zu teuer, das kann sich die Stadt nicht leisten. Können Sie ein bisschen was zum Programm, zum jetzigen Programm sagen? Also wir haben die Spielzeit ja gestartet am 30. September mit einem ganz berühmten Stück, eigentlich mit einem Klassiker, mit der Dreigroschenoper. Und jetzt im Moment sind wir so, dass wir in jeder Sparte eigentlich schon die erste Premiere hatten. Wir haben die Oper Le Conte Hoffmann, also Hoffmanns Erzählung von Jacques Offenbach. Wir haben Hieronymus und der Meister sind auch da. Ist unsere erste Produktion im Tanz in dieser Spielzeit, eine Uraufführung von Susanne Linke. Und wir haben im Studio die erste Produktion gehabt. Die läuft auch im Moment noch, Hinter der Fassade heißt sie, eine Komödie. Und jetzt seit letzter Woche läuft unser Weihnachtsmärchen, unser diesjähriges, das Rätsel der gestohlenen Stimmen. Das heißt, wir haben eigentlich in jeder Sparte, sind wir mittendrin sozusagen. Und natürlich hatten wir auch schon verschiedene Sinfoniekonzerte, unser erstes Weltmusikkonzert. Also ja, man kann sagen, wir sind mittendrin und eigentlich für jeden was dabei. Für jeden was dabei. Weihnachtsmärchen kommt mir ja wieder Schauspiel. Dann muss ich ja den Chefdramaturgen wieder fragen, warum kein, sage ich jetzt mal, klassisches, bekanntes Thema? Sondern es ist was anderes.
Ja, die Frage, die ist gut, weil, also die Frage haben wir uns auch gestellt. Versuchen wir jetzt Publikum zu ziehen durch einen Titel wie Dschungelbuch oder Momo oder sowas und versuchen das Publikum zu verzaubern mit unserer Theatermaschinerie. Und Caroline Stolz und ich, wir haben uns aber ganz bewusst entschieden, ein Stück zu wählen, wo wir unsere tollen Schauspieler ins Zentrum der Arbeit stellen. Das Rätsel der gestohlenen Stimmen ist ein Stück, da, wo sozusagen Schauspielkunst im höchsten Sinne dargestellt wird und die Kinder werden sozusagen in die Geschichte über den Text entführt. Und das funktioniert ganz toll. Also wir arbeiten im Prinzip so, wie ein Kind spielt. Ein Kind setzt sich ja einen Karton und umreißt die Welt. Und das machen wir mit diesem Stück auch. Ein großartiger Text, großartige Schauspieler und eine knackige Inszenierung. Das war unser Erfolgsrezept mit einem nicht so populären Titel. Da sind wir gerade ein bisschen stolz drauf. Sie haben die Kinder angesprochen. Wie machen Sie das denn dann? Wo haben die sich mit einzubringen? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Was ist Ihre Aufgabe? Arbeiten die direkt mit oder wie beziehen Sie die Kinder mit ein? Die Kinder müssen ungefähr nach der Hälfte des Stückes, wenn die beiden Protagonisten in eine Villa einsteigen, um die Stimmen, die ein böser Herr Akustikus gestohlen hat, zu befreien, müssen jeweils, wenn die Kinder in einem Zimmer dieser Villa sind, abstimmen, wie es weitergeht. Das heißt, die Kinder werden zum Regisseur des Abends. Es gibt viele, viele Zimmer und viele verschiedene Möglichkeiten, durch diese Zimmer und Gänge, durch Geheimtüren, durch Schornsteine, durch Falltüren zu gehen. Und die Kinder können praktisch jedes Mal entscheiden, wie die Inszenierung weitergeht. Das heißt, als Zuschauer hat man die Möglichkeit, mindestens 6 verschiedene Stücke zu sehen. Ja, und dabei gibt es ja dann Gewinner und Verlierer. Wie gehen die Kinder damit um, deren Votum jetzt nicht trägt? Die Kinder lernen, was es bedeutet, dass ihre Stimme zählt. Und wenn anders als in der Politik. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber das ist leider oft so. Die Kinder, die gewinnen, haben letztens eine Situation gehabt, pari pari. Und auf der Bühne entscheiden dann die Darsteller, es tendiert eher zu links oder zu rechts. Ausgang, nicht politisch. Und die Kinder, die gewinnen, freuen sich natürlich wahnsinnig und die verlieren, sind empört, wissen aber, es gibt die nächste Abstimmung. Da könnten sie dann gewinnen. Also man ist nicht gleich aus dem Spiel rausgekegelt. Ein Pressesprecher. Ich habe im Laufe der Zeit unserer Pinnwand-Sendungen viele Pressesprecher erlebt. Was macht diesen Beruf, sage ich jetzt mal, so interessant oder auf welche Neuigkeiten muss man sich immer wieder einstellen? Denn Theater lebt ja vor allen Dingen auch vom Zuschauer und den Zuschauer muss ich ja ins Theater hineinbekommen. Und ich glaube, bei dem vielfältigen Angebot, was man hat, generell ist das ja nicht so einfach. Da muss man ja auch immer wieder neue Wege gehen. Ja, natürlich. Also es ist natürlich auch eine Herausforderung. In meinem speziellen Fall, ich bin jetzt momentan nicht nur Pressesprecher sozusagen, sondern ich bin auch für die komplette Außendarstellung des Theaters zuständig, was natürlich auch bedeutet Marketing. Da gehört natürlich jetzt in unserer heutigen Zeit ganz viel dazu. Es sind natürlich auch die neuen Medien. Also wir müssen schauen, wie sind wir präsent mit unserer Homepage, was machen wir in den sozialen Medien, wie präsentieren wir uns da. Das ist eigentlich ganz viel und vielfältig. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Aufgabe und natürlich auch eine Herausforderung, die man gerne annehmen muss. Da muss man natürlich dazu bereit sein. Jetzt in meinem speziellen Fall, ich bin hier komplett neu in Trier. Das heißt, man muss natürlich auch die Gegebenheiten kennenlernen. Man stellt fest, viele in Trier kennen sich. Man ist hier sozusagen bekannt untereinander und weiß, was so die Leute untereinander machen. Das ist natürlich jetzt für mich erstmal zu schauen, was passiert denn überhaupt in Trier? Was ist es für eine Stadt? Wie reagiert das Publikum jetzt? Ich will gar nicht sagen mit den Sachen, die in den letzten Zeiten passiert sind, sondern einfach mit dem Blick nach vorne jetzt einfach zu erspüren, was ist hier für ein Publikum und ja, einfach zu schauen, wie geht man auf dieses Publikum zu. Und ich denke, das ist eine schöne Aufgabe und die macht auf jeden Fall Spaß. Und wie kann man den Erfolg messen von seiner Arbeit? Ja, Erfolg ist immer eine schwierige Sache zu beantworten, besonders wenn wir von Kultur sprechen. Also immer die Frage ist, Erfolg, dass wir sagen, wir haben jetzt ganz viele Zuschauer bei uns, ist Erfolg, dass wir sagen, wir haben gute Kritiken, ist Erfolg, dass das Publikum zufrieden ist und sagt, ich hatte einen schönen Abend hier im Theater. Das ist natürlich ganz vielfältig und ist die Frage, was definiert man da eben als Erfolg? Aber
Ich denke, insgesamt ist es so ein Gesamtpaket. Und für mich ist es immer so, auf Premieren ist eigentlich so die Frage, wie ist die Stimmung im Theater? Also wie ist die Stimmung beim Publikum? Ist es ein Interesse, was darüber hinausgeht, einfach zu sagen, ich möchte einen schönen Abend, ich möchte mich ablenken von meinem Alltag, sondern das zu erspüren, was macht ein Stück mit dem Publikum und wie ist auch diese Atmosphäre im Haus? Das ist natürlich ganz spannend, weil es immer unterschiedlich ist. Und ich denke, das ist so ein Erfolgsfaktor, würde ich sagen, dass man einfach sagt, da passiert was, da ist eine Atmosphäre da. Ja. Das ist das Wichtige. Nun, schönen Dank, Herr Traxel, und hoffentlich bleiben Sie dann noch lange und haben den entsprechenden Erfolg, den Sie sich auch wünschen. Herr Marx, eine abschließende Frage noch. Wie sieht denn jetzt Ihr Resümee aus nach einem halben Jahr oder gut einem halben Jahr hier in Trier? Und haben Sie schon praktisch wieder die Koffer gepackt oder wie ist da das Gefühlsleben? Wir stecken mittendrin. Wir haben heute Sonntag, 16 Uhr. Und so geht's. Also, es geht tatsächlich, wir haben keine Wochenenden im Moment. Wir arbeiten extrem fleißig daran, das Theater voll zu kriegen. Wir haben bis jetzt fast alle Vorstellungen, die wir gespielt haben, waren alle ausverkauft. Also, die Resonanz auf unsere Politik, die wir jetzt gerade machen, ist wahnsinnig positiv. Und ich habe jetzt gerade angefangen mit Don Carlos. Ich werde alles versuchen, dass dieses Stück auch voll sein wird. Aber trotzdem werde ich mir und meiner Kunst treu bleiben. Also es macht gerade wahnsinnig viel Spaß, weil den Fleiß, den man an den Tag legt und den Glaube an Qualität, das setzt sich gerade unserer Meinung nach durch. Ob das am Ende der Spielzeit immer noch so aussieht, werden wir sehen, aber wir sind sehr zuversichtlich. Fällt mir gerade noch ein, wie gehen die Schauspieler selber mit der Situation um, dass da kein Oberhaupt da ist und sie nicht wissen, wie geht die Zukunft weiter? Also die Schauspieler, die wir engagiert haben, wussten ja, worauf sie sich einlassen. Einige freuen sich jetzt sehr, weil die von dem Nachfolger Herrn Langner übernommen werden. Andere wussten von vornherein, sie kommen nur für ein Jahr mit uns mit, weil die persönliche Bindung da ist oder weil von vornherein klar war, man will nur ein Jahr lang in Trier sein. Und die Stimmung ist sehr, sehr gut. Wir haben, weil wir einen großen Spielplan haben und viele Projekte gerade machen, jetzt das nächste Projekt, kann ich gerade noch ein bisschen Werbung für machen, ist Todart Eifel, eine Reihe von 3 Krimis, die im Theater stattfindet. Die Schauspieler machen praktisch neben ihrer Kernarbeit sehr viel kleine Sachen nebenbei. Und das macht großen Spaß, es ist aber auch tatsächlich für das, was man in einem Stadttheater wie Trier verdienen kann, eine riesige Leistung. Und also ich bin gerade ganz stolz auf unsere gute Stimmung im Haus und auf die Leute, die wir engagiert haben. Ja. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, wann waren Sie beim letzten Mal im Theater gewesen und hoffentlich sehen Sie dann diese beiden Herren oder andere bald wieder im Theater der Stadt Trier. Ja, liebe Zuschauer, wir haben heute auch tierische Gäste bei uns. Einmal Bagheera unten zu unseren Füßen und der Nico. Die sind beide vom Tierheim hier in Trier und die erste Vorsitzende der Tierorganisation ist jetzt neben mir, Inge Wanken. Hallo, Inge Wanken. Hallo. Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Das Tierheim schreit eigentlich nach SOS momentan. Es gibt jede Menge zu tun im Tierheim und auch ganz viele finanzielle Probleme im Tierheim. Ne? Ja, das größte Problem, was wir haben, sind unsere Quarantänen. Quarantänen sind immer wichtig für alle Tiere, die neu aufgenommen werden, weil wir ja sehr häufig nicht wissen, ob Fundtiere Impfstatus haben, Krankheiten oder irgendetwas. Genau. Und die müssen alle in Quarantäne. Wir haben im Moment ein ganz großes Problem, weil das Veterinäramt halt unsere Quarantänen nicht mehr als standardgemäß anerkennt und wir müssen neu bauen. Wie viele Tiere muss ich mir denn eigentlich vorstellen im Tierheim Trier? Ich habe gar keine Ahnung davon. Also wir haben im Schnitt zwischen 40 und 50 Hunden. Wir haben zwischen 120 und 180 Katzen, je nachdem, wie gerade die Saison ist. Ja. Dazu kommen die ganzen Kleintiere, zum Teil Exoten. Aktuell haben wir auch mal nochmal eine Schlange. Ratten, Kaninchen, Meerschweinchen, Degus, Chinchillas, also einmal komplett das gesamte Haustiersortiment. Wie ist es denn so jetzt vor Weihnachten? Ist da auch wieder ein Antrag, dass mehr abgegeben werden oder kommen da wieder viele ins Tierheim und wollen sich vielleicht ein Tier holen für Weihnachten? Also es kommen tatsächlich noch Nachfragen als Geschenk für Weihnachten. Wir vermitteln vor Weihnachten keine Tiere mehr, außer jetzt an Leute, die schon länger mit Tieren gearbeitet haben und wo die Vermittlung einfach dann günstig ist. Aber bei uns werden keine Tiere als Weihnachtsgeschenke abgegeben.
Ist auch eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Lieber mal vielleicht als Gassigeher mal probieren, ob es einem zu einem passt, ein Tier, und sich dann entscheiden. Ne? Ja, oder erst mal ein Buch kaufen, mit den Kindern Bücher schauen, Zubehör anschaffen und dann ganz in Ruhe auf das Tier vorbereiten. Jetzt haben Sie uns noch hier, oder hast du uns hier noch was mitgebracht? Und zwar geht es da um eine Sache, die ihr zurzeit angeleiert habt. Das heißt Stein auf Stein. Was hat es damit auf sich? Ja, Stein auf Stein bedeutet, wir brauchen natürlich ganz viele Bausteine für unseren Neubau. Das Gesamtinvestitionsvolumen sind 1,8 Millionen. Das ist etwas, was so ein Verein hier nicht so eben aus der Portokasse stemmt. Ja. Und jeder, der bei uns einen Bruchstein oder einen ganzen Stein in unterschiedlicher Stückelung unterschreiben möchte und dafür für den Neubau spendet, tut das ganz konkret für unser Neubauvorhaben. Ja, und wer daran Interesse hat, sich daran zu beteiligen, kann sich entweder am Tierheim melden oder auf der Internetseite schauen. Ich denke, da steht alles weiter da drauf, wie man spenden kann, wo man sich hinwenden muss. Welche Bank, wie auch immer, oder? Ja, na, wir sind natürlich als Trierer Verein auch Kunde bei der Sparkasse in Trier. Spendenkontonummer ist dabei. Und wenn jemand halt für dieses Projekt spenden möchte, wäre halt wichtig, im Verwendungszweck Stein auf Stein oder Neubau anzugeben, damit wir es auch entsprechend zuordnen können. Ja, dann hoffen wir doch, dass ganz viele sich da melden oder auch vielleicht in Spendenaktionen von Futter was abgeben bei euch. Das wäre doch toll, ne? Ja, wir sind froh über jede Spende, die wir bekommen, also auch Geld- und Sachspenden natürlich. Und was die wenigsten wissen, auch solche Dinge wie Klopapier oder Waschpulver, nicht damit wir uns damit irgendwas Gutes tun. Wir haben zwischen 15 und 20 Kilo Wäsche pro Tag und das Toilettenpapier brauchen wir zum Beispiel, wenn wir Kleintiere versorgen oder junge Katzen oder so. Okay. Das brauchen wir nicht für uns selber. Ah, das ist auch eine ganz, hätte ich jetzt auch überhaupt nicht gewusst, ne? Ist eine ganz neue Sache. Aber wie gesagt, alle Spenden werden gerne genommen, egal in welcher Form. Beim Tierheim kommen auf jeden Fall an der richtigen Stelle an. Ja, ganz herzlichen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ja, schön, dass du heute auch da warst. Aber wir haben jetzt noch was. Der erste Vorsitzende Muselbratschler, der sagt uns jetzt auch noch was dazu zum Tierheim, denn die haben auch noch was vor. Ja, Dieter, du als erster Vorsitzender der Trierer Muselbratschler. Dieses Jahr gibt es wieder einen Glühweinstand, gell? Ja, nach einjähriger Pause und internen Umstellungen und Wiederzusammenfinden haben wir uns entschlossen, dieses Jahr wieder einen Glühweinstand zu betreiben. Ja, Dieter, und dieses Jahr geht die Spende ans Tierheim, wie wir gerade gehört haben, ne? Ja, genau, Marion. Ja, und wann ist denn diese Veranstaltung jetzt? Wann ist der Glühweinstand? Ja, der Glühweinstand, wir werden dieses Jahr zwei Tage machen, am 15.12. und am 16.12. vor der Porta Nigra. Das ist ein Freitag und ein Samstag. Freitagmittags geht's los, ne? So gegen 15 Uhr wollen wir starten und samstags halt um 10 Uhr morgens beginnen bis... Open End. Nee, 20 Uhr leider. Und gucken so viel, wie reinkommt an Geld, ne? Ja, klar. Kommt alle vorbei, Glühwein wird lecker sein, es gibt auch Bierchen dabei, aber wir machen hauptsächlich wegen Glühwein. Kommt vorbei. Ja, auf jeden Fall doch. Und ich würde sagen, Sie kommen natürlich, du kommst natürlich auch vorbeigucken. Ne? Ja, ganz sicher. Also ich werde am Freitag um 15 Uhr zur Eröffnung dann auch dabei sein. Und wir haben natürlich mit unseren gut 2000 Vereinsmitgliedern auch eine Plattform, wo wir das auch noch verbreiten werden. Und deswegen hoffe ich, dass ganz, ganz viele Leute dann bei euch an den Stand kommen. Rüstet euch. Ja, darauf sind wir auf jeden Fall gerüstet. Und ich würde sagen, also auf jeden Fall vorbeikommen, leckeren Glühwein trinken hier in Trier. Es ist für einen guten Zweck. Danke. Ich wollte noch kurz was sagen. Ja. Und zwar ab Samstagmittag, ich denke mal so gegen 16, 17 Uhr, haben wir auch noch Gäste da, die auch unterstützen. Die Trierer Hofmusikanten werden da sein. Und auch der Nikolaus wird kurz vorbeischauen. Stimmt. Hätten wir jetzt fast vergessen, das Wichtigste natürlich. Ja, klar. Machst du wieder den Nikolaus oder wer macht den? Lass uns überraschen, ne? Ja, okay. Wir schauen mal. Also kommen Sie auf jeden Fall vorbei. Es gibt genug Glühwein. Für einen guten Zweck. Ja, mein nächster Gast kennen Sie wahrscheinlich alle. Es ist Gabi Hahn. Und wenn Gabi Hahn bei uns zu Gast ist, das kann eigentlich nur eins bedeuten. Es gibt wieder ein neues Stück, oder Gabi? Aber genau so sieht es aus. Es geht endlich wieder ein neues Stück. Und bald geht es los. Ja, du bist ja die erste Vorsitzende des Volkstheaters, kleines Volkstheater hier in Trier. Und das schon seit wie vielen Jahren? 27 Jahren. Nicht schlecht, ne? Immer noch dieselbe. Immer noch dieselbe, ja. Ja, es geht bald los. Wann genau, Gabi? Ja, da die Knaller ist natürlich, das oh, jetzt wäre ich bald gegen den Altar gekommen. Mein Jus, bitte nicht. Also, es geht los am 30.12., ein Tag vor Silvester.
Und weil mir ja die Energie allhand, spielen wir das Silvester auch nochmal. Also zwei Tage hintereinander. Das heißt, dieses Jahr wird es wohl kein richtig Premiere-Feier geben, weil wir müssen ja den Tag später auch wieder fit sein und dann richtig in das neue Jahr rutschen. Dann geht's dann ab. Wie heißt denn das neue Stück? Das neue Stück heißt Römer Zores mit Applebaum's Tea. So, was ist es, ne? Wat genau. Is it? Obwohl, ja, man kann es sich eigentlich schon fast vorstellen, wenn es Applebaum's Tea, ne, würde ich sagen, heißt Fietz, oder? Genau, siehst du, ja, hast es drauf, du hast Triererin. Oh, wunderbar. Ja, es geht also um Römerstreit. Die Römer meinen, sie müssten nach Trier kommen und uns den Weg zeigen, was ja gar nicht geht. Und dann haben wir dann eine wunderbare, wilde Tochter in dem Stück und die erfindete Fietz. Ja, und damit haben wir natürlich gewonnen, ne? Okay. Aber ich will auch gar nicht viel erzählen, weil die Leute sollen kommen, gucken. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Wahnsinnsstück. Und an der Stelle muss ich jetzt wirklich hier mal sagen, muss ich unsere Leute, die dieses Bühnenbild dieses Jahr bauen, das ist so ein Knaller. Mir hast ja gesagt, wenn wir Spielpause haben, da könnte man das eigentlich an Holländer vermieten. Wieso? Das ist so ein klein Hobbitdorf mit dem wahnsinnsrömischen Tempel. Also wirklich eine Arbeit. Ein Traum und also Jungs, herzlichen Dank. Super Arbeit, super Arbeit. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen. Ne? Sag mal, seid ihr immer noch dieselbe Gruppe oder hat sich da was geändert? Kommen da immer Leute dazu? Oder meistens spielen doch immer so dieselben bei euch mit, ne? Ja, da sind wir ganz stolz drauf. Also wir haben seit Jahren eine feste Truppe, aber dieses Jahr haben wir ein Roll gehabt, wo wir gesagt haben, ja, wem gehen wir die da jetzt? Und ja, ja, so ein wunderbar Bühnenbeisterin, Ilona Lehnertz. Okay. Und dann ist dann einfach mal so eingesprungen und hat den Text gelesen und ich muss auch sagen, da hinten sitzt Ilona, du machst das granatemäßig gut. Ganz toll. Ja, ich würde sagen, wir lassen uns doch einfach dann mal überraschen. Schauen Sie sich das Stück an. Karten gibt's ab wann, Gabi? Ab Mittwoch. Wie gehabt im Kaufhof, Lotto Weiler. Und natürlich in Heiligkreuz, Schreibwaren Vogte, direkt gegenüber von der Kirchler. Es sind sehr viele Samstagstermine, ein Sonntagstermin, da spielen wir immer um 15 Uhr und dann natürlich so in der Hexennacht und dann vor Vatertag, das ist ein Mittwoch. Also Leute, kommt, guckt und lacht euch freckt, weil nice ist so gesund, wie sich freckt zu lachen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, Gabi. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie jetzt ein Stück gucken gehen wollen, beeilen Sie sich mit den Karten. Die sind wie immer schnell ausverkauft. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also ich würde sagen, beeilen Sie sich. Wir freuen uns alle auf das Stück, lassen uns überraschen. Und Gabi, ich wünsche dir eine schöne Weihnachten. Was machst du? Ja, ich lasse mich beschenken, wie jedes Jahr. Ne? Freue mich, dass ich auf der Welt bin und mache einfach weiter Volkstheater. Und liebe meine Lieben. Ja, hört sich doch gut an, ne? Genau. Okay. Man sieht sich. Du bist so alt und doch so jung. Von Zukunft und Erinnerung. So still, so laut und so diskret. Vom Hauch Vergangenheit und Weg. So manche Gasse eng und schmal und Feuer tausend alter Wand geben Antike und Moderne sich die Klinke in die Hand. So öffentlich und so privat, so zerklüftet und so blatt. Überschaubar und verborgene Ecken, groß genug, sich darin zu verstecken. Trier, ich leb so gerne hier in Trier. Wenn du einverstanden bist, dann bleib ich hier, denn ich fühl mich so heimlich wohl in dir. Thank you.
dir weinen, mit dir lachen und die dich so unvergleichlich machen. Trier, ich lebe so gerne hier in Trier. Wenn du einverstanden bist, dann bleib ich hier, denn ich fühle mich so unheimlich wohl in dir. Von Anfang an, ich komm zu dir so oft ich kann und dann Trier bietet mir einen Platz an deinem Feuer. Achim Weinzen, bekannt aus Funk und Fernsehen und jetzt in der Pinnwand. Wie war das denn so, der Auftritt beim Südwestfunk? Ja, also es ist eigentlich immer wie beim Südwestfunk. Da sind lauter entspannte Leute, die ihren Job können und das überträgt sich. Und von daher ist das alles, man merkt das gar nicht. Man macht es dann und dann ist es plötzlich vorbei, ohne dass man es richtig mitbekommen hat. Und alles schön, alles entspannt, alles gut. Und was da nicht so ganz doll läuft, das kann man dann immer im Nachhinein noch ein bisschen gerade rücken, aber es ist eigentlich immer super entspannt und keine großen Dinge. Kein großes Lampenfieber, nee. Was man da haben muss. Jetzt ist man beim Südwestfunk und was werden die da wohl anstellen? Sondern ganz im Gegenteil. Nee, das ist ja auch so, wir kennen uns ja nicht erst seit heute und gestern, wir sind ja jetzt schon über Jahre, irgendwie haben wir immer wieder Kontakt und sind verbandelt, sowohl in Mainz als auch in Trier und man kennt schon einige Leute und das feels like home mittlerweile schon ein bisschen, da ist eigentlich nichts mehr groß mit Lampenfieber. Außerdem ist es noch so, dass wenn man jetzt, also es hat sich Gott sei Dank sehr, sehr positiv entwickelt, auch mit Live-Sachen so die letzten Jahre und dann ist mit Lampenfieber eigentlich, das baut sich ab mit der Zeit. Achim, ein Beboer Gesestripper singt, komponiert und singt eine Hymne und Dreher. Wie funktioniert das? Nachdem der Beboer Gesestripper erstmal eine Hymne für Bitburg geschrieben hat, auf Platt natürlich, also auf Eifeler Platt. Ich darf ja nicht Bitburger Platt sagen, da werde ich immer wieder korrigiert, wenn ich das sage, weil mein Platt sich aus, also umzugshalber aus verschiedenen Platz zusammensetzt. Also ich sag mal, in Eifeler Platt habe ich eben damals was für Bitburg geschrieben und dann bin ich eben migriert nach Trier, weil ich unbedingt hier wohnen wollte, schon länger. Und dann war ich hiervon genauso begeistert wie einstmals von Bitburg und dann ist es über mich gekommen. Und wie ist das, dieser Song angekommen hier in Trier? Ich glaube, der ist bis jetzt gut angekommen. Also die meisten Leute, die ihn kennen, sind ganz begeistert davon. Es gibt ja zwei Versionen. Es gibt eine Pop-Version und eine Piano-Version. Dafür nochmal vielen Dank an die beiden Bukowskis, die also auch maßgeblich daran beteiligt waren. Also die Piano-Version ist im Prinzip, glaube ich, ursprünglich von Gerd. Und wie das angekommen ist, es könnte immer mehr sein, das ist klar, man kriegt ja dann den Hals nicht voll. Aber die meisten Leute, die mich drauf ansprechen oder dies hören und die man so trifft und die dann erfahren, dass ich derjenige bin, der das da geschrieben hat und die das schon mal gehört haben, sind ziemlich begeistert davon. Wobei ich dann sagen muss, dass sich die Piano-Version tatsächlich gegenüber der Pop-Version wirklich durchgesetzt hat. Also jeder findet im Prinzip die Piano-Version mittlerweile schöner als die andere. Damit wären wir schon so ein bisschen bei der Musikrichtung, Stilrichtung. Wo würdest du dich einordnen und wo sind eigentlich so deine Vorlieben? Jetzt eigene Songs zu schreiben, auch in Mundart zu schreiben, in Platt zu schreiben oder bestimmte Themen anzugehen. Wie sieht das da bei dir musikalisch und auch vom Gefühl her aus? Die Thematik ist eigentlich immer der Ursprung.
Die Thematik ist immer der Ursprung insofern, dass man was zu sagen hat. Und das, was man da zu sagen hat, das versucht man dann eben thematisch erstmal irgendwie so einzupacken, dass es jemanden trifft, dass es jemanden packt, mitnimmt, indem man irgendwie eine sogenannte Hookline macht. Ne? Und dann versucht man das, was man da zu sagen hat, in diesen Song reinzupacken. Und wenn der Text dann fertig ist und man ist zufrieden mit dem, was man da sagt und man hat das Gefühl, dass das Publikum auch versteht, wenn man das singt, was man da sagen will und was man mitteilen will, es ist ja manchmal auch verschachtelt, dann stellt sich eigentlich erst heraus, wie die Musik dazu werden wird. Ich bin natürlich jetzt jemand, der irgendwo aus der Singer-Songwriter-Ecke kommt, ne, mit Gitarre, kann man alleine ja viel mehr auch nicht machen. Und bin aber auch ein ganz großer Fan von wirklich großen und schönen Pop-Arrangements, meinetwegen auch mit Orchester, was ja auch auf der Platte dann einige Male passiert ist. Übrigens bei der TTM zu kaufen hier in der Stadt, wollte ich bei der Gelegenheit noch erwähnt haben. Vielen Dank dafür auch an die Stadt, dass sie da mitgespielt haben, fand ich ganz toll. Und es ist halt so, dass sich dann die Texte gekoppelt mit der Musik dann immer als Einzel- oder als Individuum darstellen. Und deswegen kann man jetzt gar nicht so genau sagen, du bist Singer-Songwriter oder du bist Popsänger oder du machst auch Rock. Ich meine, wenn es dann irgendwie ein aggressives Thema ist oder ein problembehaftetes Thema, dann wird es auch schon mal ein bisschen härter. Dann muss auch schon mal die Stromgitarre herhalten oder die Schrammelgitarre eingebaut werden. Das ist aber alles irgendwie immer ein Stilmittel, um das, was du sagen willst, im Prinzip dahin zu bringen, wo du es gerne hättest. Wo siehst du jetzt deine Zukunft und wie sieht die musikalische Zukunft aus? Ja, da ich Musik ja nach wie vor nebenbei mache, aber das mit großer Leidenschaft, vielleicht wird es irgendwann mal so sein, dass ich die ganz beruflich mache, das glaube ich aber eigentlich nicht. Ich bin da mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Denke nicht, dass das der Fall sein wird. Aber wie gesagt, nebenbei mit großer Leidenschaft ist manchmal vielleicht sogar besser. Man hat, glaube ich, weniger Druck. Man macht das, was man machen will. Und das macht man dann wirklich mit viel Herzblut, ohne irgendwie so immer diesen Druck im Rücken zu haben. Du musst jetzt irgendwas bringen, um irgendwas verkaufen zu müssen. Ja, ich mache meine Sachen ums zu Gehör zu bringen, um irgendeine Message rauszuhauen. Ne? Du hast aber auch jetzt neue Projekte, die am Laufen sind. Ich habe jetzt zurzeit eine sogenannte Auftragsschreibe, wie das bei uns heißt, mit der Silvia Nels aus Bitburg zusammen, machen wir zurzeit eine Eifelhymne. Die haben wir aufträglich bekommen von unserem Promoter, vom Horst Hülten-Schmidt aus Köln, der auch für diesen Eifel-Sampler verantwortlich ist, und er hat gesagt, er braucht jetzt einen musikalischen Aufhänger, und haben wir uns mal dran gesetzt und haben das Ganze geschrieben. Aufgenommen wird das Ganze beim Jan Palzer in Mettendorf, und das macht sehr, sehr viel Spaß, und ich glaube, es klingt auch jetzt schon super, und er ist immer noch nicht fertig damit, und wenn er aber fertig damit ist, dann werden da auch noch andere Leute mit ins Boot genommen, sowohl musikalisch als auch organisatorisch, und es klingt jetzt schon, also mich haut es jetzt schon aus den Schuhen, und nächstes Jahr werden wir das Ding, also wahrscheinlich wird es dieses Jahr noch rauskommen, und nächstes Jahr kommt noch eine CD, also ist zumindest mal in Planung, und da wird das Lied auch drauf sein und natürlich viel neues Zeug, was jetzt auch ein bisschen in einem anderen Kleid kommt. Das wird ein klein bisschen moderner werden als das, also ist zumindest mal so geplant. Ich weiß ja nicht, im Studio weiß man nie, was rauskommt, wenn man reingeht. Also es ist immer am Schluss klingt eigentlich ganz selten so, wie man es im Kopf hatte, wenn man zur Tür reingeht. Das ist spannend. Dann hoffen wir, dass es weiterhin so spannend bleibt und du viel Erfolg hast, und wünschen dir dann für die Zukunft alles Gute. Schönen Dank, dass du heute hier warst. Danke. Danke. Pater Alvis, zunächst schönen Dank, dass wir hier sein dürfen, in der Kapelle hier auf dem Markusberg. Vielleicht ein Wort zu dieser doch wunderschönen Kapelle. Ja, diese Markuskapelle, ein ganz schöner Ort hier oben auf Markusberg. Und die Markuskapelle gehörte zu der Freie Christ König. Und wir sind ganz froh, dass wir dieses schöne Kapellchen hier oben haben und auch immer uns hier treffen für Gottesdienste, um gemeinsam unseren Glauben auch zu leben und zu gestalten und zu feiern. Dich braucht man ja in Trier nicht mehr vorzustellen. Alle kennen Pater Alvis. Wie kriegst du alle deine Termine auf die Reihe? Wie organisierst du dich, dass du das auch über einen so langen Zeitraum überhaupt durchhältst?
Ja, mich kennen viele Menschen, ist auch ganz klar durch meine Aufgabe. Und wie das geht, morgens aufstehen, seine Arbeit tun und abends ins Bett gehen. Ganz einfach. Ne? Nein, ich glaube, ich bin schon sehr gut organisiert, auch für mich persönlich. Und alles, was ich machen darf, macht mir sehr viel Freude. Ich denke, das ist das Wichtigste überhaupt, dass man Freude an dem hat, was man gerne tut. Wir sind ja hier hingekommen, um unsere Weihnachtssendung aufzuzeichnen. Aber vor Weihnachten kommt ja eine, für mich persönlich auch eigentlich, ganz wichtige Zeit, nämlich die Adventszeit. Ich habe manchmal den Eindruck, die geht in unserer schnelllebigen Zeit so ein bisschen unter. Und vieles, was man so doch aus Kindheit oder auch aus der Zeit mit Kindern noch erlebt hat, das bleibt so auf der Strecke. Was könntest du unseren Zuschauern zu dieser Adventszeit sagen? Ja, ich glaube, die Adventszeit ist an sich eine ganz tolle, schöne Zeit, eine Zeit der Besinnung, der Vorbereitung auf Weihnachten. Dieses Jahr ist natürlich sehr kurz. Der vierte Adventssonntag ist ja auch schon der Heiligabend. Ich denke, das muss jeder für sich selber schauen, wie kriegt das hin. Einfach vielleicht mal Zeit zu nehmen, um eine Kerze anzumachen, um etwas zu lesen. Oder ja, es gibt so eine Menge und Fülle von Ideen und Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten. Aber man muss es tun, einplanen in seinem oft stressigen Alltag mit den ganzen Aufgaben und Verpflichtungen. Jetzt eine Frage, die mir gerade gekommen ist. Ein ganz wichtiges Zeichen der Adventszeit ist ja der Adventskranz. Was bedeutet Adventskranz? Ja, der Adventskranz ist ja in der Regel eine Kreisform. Ich sage oft zu den Kindern, ne, der Kreis hat keinen Anfang, kein Ende. Gottes Liebe hat auch keinen Anfang, kein Ende. Und die vier Kerzen, ja, sollen ja hinweisen auf die vier Adventssonntage der Vorbereitung auf Weihnachten hin. Und Ankunft heißt ja, oder Advent heißt Ankunft, die Ankunft Jesu. Darauf bereiten wir uns vor. Jesu Ankunft, ja, zu Weihnachten, aber auch am Ende der Zeiten. Und man kann natürlich die Farben deuten, die roten Farben der Kerzen, die Liebe, Grün des Kranzes, die Farbe ja, der Hoffnung. Und das Licht der Kerzen, ganz klar, Jesus, das Licht der Welt, Jesus, das Kind in der Krippe, soll unser Leben erhellen, uns immer wieder Orientierung und Halt geben. Ja, und damit wären wir also schon beim Weihnachtsfest. Weihnachten ist eigentlich das Fest in unserem ganzen, ich sage jetzt mal, Kirchenjahr, aber Kirchenjahr ist dann vielleicht schon für viele wieder ein bisschen ein unbekannter noch Ausdruck, aber du kannst ganz bestimmt was zu dem Kirchenjahr sagen. Ich sage mal, das höchste Fest in diesem Kirchenjahr, was von den Menschen auch, ich sage mal, höher gestellt wird noch als Ostern. Worin liegt das und was kannst du unseren Zuschauern zu diesem Weihnachtsfest sagen? Ja, das Kirchenjahr beginnt ja mit der Adventszeit, mit dem ersten Advent und wir bereiten uns vor auf Weihnachten und ich würde sagen, Weihnachten ist das größte Geburtsfest überhaupt. Ich glaube, es gibt keinen Geburtstag, der so gewaltig, so schön und festlich gefeiert wird. Und Kinder rühren halt immer die Herzen an und wir feiern Jesus, Gottes Sohn in der Krippe, ja das Kind, was einfach die Herzen der Menschen auch anrührt. Ne? Ich glaube, es darf auch sein. Und es ist ein sehr emotionales Fest, auch ein Fest, ja, mit Kerzen, mit schöner Musik in einer oft dunklen und auch kühlen Zeit. Und ich glaube, dass die Botschaft von Weihnachten, dass Gott Mensch geworden ist, ja, die Botschaft der Liebe, des Friedens, des Heiles, ja, rührt einfach die Menschen an und erfüllt auch eine Sehnsucht, die wir alle haben. Ist das auch der Grund, warum gerade am Weihnachtsfest noch so viele Menschen die Kirchen besuchen? Ich glaube schon. Ich denke, die Gottesdienste gerade zu Weihnachten sind ja auch sehr schöne Gottesdienste. Ja, viele Menschen gehen dorthin und lassen sich auch beschenken und auch bereichern von dieser Atmosphäre, aber auch von der Botschaft. Ne? Der Botschaft, ja, wie ich schon sagte, des Friedens, ne? Der Liebe, ne? Ja, auch der Zukunft. Ne? Weihnachten ist nicht nur ein Fest der Erinnerung an damals, sondern ja, es weist uns in die Zukunft, ja, die Gemeinschaft mit Gott für alle Zeit in Jesus. Weihnachten, ein Fest der Liebe, ein Fest des Schenkens. Was wünscht sich der Pater Alvis Hülskamp denn zu Weihnachten? Was wünsche ich mir? An sich sage ich, ja, ich habe an sich alles. Ich wünsche mir weiter, dass ich gesund bleibe. Ne? Und ich denke, da bin ich in den letzten Jahren schon reich beschenkt worden. Und ich würde mir wünschen, auch für mich persönlich, dass ich weiterhin so meine Aufgaben tun kann. Ne? Ja, mit Menschen, für Menschen da sein kann. Das ist das Größte überhaupt. Ne? Das darf ich jeden Tag, von da kann ich sagen, ist auf jeder Tag Weihnachten. Dann eine schöne Weihnachtszeit weiterhin. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war unsere Weihnachtssendung. Schönen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften.
Und uns bleibt nur noch, Ihnen eine schöne Adventszeit, eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen, auch wenn, wie Pater Alvis gesagt hat, sie dieses Mal nicht so lange ist, so haben Sie doch hoffentlich Zeit und Muße, auch ein bisschen an sich selber zu denken. Ja, und dann kommt das Jahresende. Und dazu übergebe ich jetzt an Marion. Danke, Werner. Also auch wir vom Pinwand Fernsehen wünschen Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, schöne Feiertage und natürlich, was ganz wichtig, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass wir uns alle wiedersehen im neuen Jahr. Und ich würde sagen, die letzten Worte für dieses Jahr spricht Pater Alois, oder? Okay, ja, ich freue mich, dass wir hier oben die Sendung aufnehmen konnten und ich wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern, ja, dass wir ganz viel erfahren von dieser Wärme, von diesem Licht, ja, von der Liebe, die Weihnachten ja gefeiert wird. Auch allen wünsche ich schon ein tolles neues Jahr 2018 und uns allen wünsche ich auch Gottes Segen für die kommende Zeit. Dankeschön. Come back.